Ja, es geht flugs in die Fantasie und zum Diemelsee, denn dort treffen sich Ritter, Zwerge, Elfen und Orks. Alle aus diversen Geschichten und der Fantasie entsprungen und dafür ist das Drachenfest in Diemelstadt ein großer Spielplatz. Die Gestalten sehen zwar so ein bisschen furchterregend aus und jetzt kämpfen sie auch noch gegeneinander in der Arena, aber sie wollen wirklich nur spielen. Und Jessica Sander, sie kämpfen ja auch für das Gute, oder? Ja, sie kämpfen für Ruhm, Ehre und ihr Lager. Oder wie hier gerade in der Gladiatoren-Arena für einen höheren Rang. Aber es sind natürlich alles nur Schaukämpfe. Es verletzt sich hier niemand, die Waffen sind auch nicht scharf. Das Ganze ist hier wie eine riesengroße Freilicht-Theaterbühne im Fantasy-Mittelalter-Stil. Und der Schauplatz ist die fiktive mittelalterliche Stadt Aldradrach. Und jeder Teilnehmer kann in seine Fantasy-Rolle schlüpfen und entweder das angenehme Leben in der Stadt genießen mit Badehaus, Taverne oder Casino oder in den Kampf ziehen. Wenn tapfere Männer und Frauen ausziehen, um die Klingen mit dem Bösen zu kreuzen, dann ist sie gekommen, die Zeit der Drachen. Armeen aus Rittern, Magiern und bösen Orks kämpfen im Live-Rollenspiel um die Macht von Aldradrach. Eine Stadt, die es nur eine Woche im Jahr gibt. Je nach Spielcharakter, ob freiheitsliebend, naturverbunden oder kampflustig, schließen sich die Teilnehmer einem der 10 Lager an. Dort müssen sie Aufgaben bewältigen, Rätsel lösen und Kämpfe austragen. Schwerter, Rüstung, Waffen, alles gibt es hier zu kaufen. Welches Lager siegen wird, entscheidet sich am Samstag in der großen Schlacht um Ruhm und Ehre. Genau, für Ruhm und Ehre wird hier gekämpft und das bereits zum 10. Mal hier in diesem Jahr in Diemelstadt. Und bei mir steht jetzt der Erfinder des Drachenfestes, Fabian Schlump. Herr Schlump, woher kommt dieser riesige Erfolg, dass die Menschen immer hierher strömen? Viele, viele Tausend sind hier. Woher kommt das? Das liegt in allererster erstmal an dem Spaß, an dem Hobby, dass die Menschen Lust haben, ein bisschen zu entschleunigen und einfach mal in eine andere Welt abzutauchen. Und Diemelstadt ist halt ganz großartig, weil hier ein ganz tolles Gelände ist, eine gastfreundliche Gemeinde. Wir haben einen ganz tollen Platz gefunden und im Endeffekt jetzt seit fast dem 10. Jahr hier auch eine kleine Heimat, um das ganze Drachenfest aufzubauen. Also wir fühlen uns hier quasi wie in einem zweiten Zuhause. Ja, wir sehen es ja auch gerade im Hintergrund, hier ist auch eine gute Stimmung, oder? Hier gerade, wo sind wir, bei den Piraten, oder? Wir sind hier in einer Taverne, das ist der Dolch, der durstige Dolch. Und hier treffen sich Abenteurer, Spielleute, Meernixen und auch, ja, Piraten und allerlei buntes Volk. Gibt es eigentlich auch Regeln hier für dieses Spiel oder kann sich ja jeder frei bewegen? Es gibt Regeln, man muss eben ein bisschen in so einem Fantasy-Mittelalter-Setting sein. Man muss sich an Regeln, an Spielregeln halten, weil es geht um ein Miteinander. Wir haben den Spruch, Freunde treffen Freunde. Und Freunde treffen Freunde bedeutet, dass man miteinander umgeht und gemeinsam spielt. Und wenn ich zum Beispiel jemanden anspiele, so heißt das bei uns, also anspreche, dann erwarte ich, dass er entsprechend reagiert. Also ob ich das jetzt nun freundlich mache, flirtend oder vielleicht mit einer Axt und sage, gib mir dein Kupfer, dann muss die entsprechende Reaktion kommen. Super, vielen Dank, Herr Schlump. Ja, es werden hier über 4000 Heilerinnen, Orks auch Piraten erwartet. Und ja, am Sonntag geht es dann aber alle wieder für alle ins reale Leben. Danke, Jessica Sander aus Diemelstadt.